Was völlig bescheuert ist, weil da sowieso noch ein Roboter hinfliegt. Heiß, giftige Gase. Und? Was sagst du? Bereit machen zur Landung. Seht ihr? Hier geht's. Habt ihr übrigens gehört, dass das komplette Rauschen und... wir irgendwo dagegen gerumst? What? Oh je. Jetzt müssen wir wohl von vorne anfangen. Dass das gesamte... Ich bin gegen die obere Leiste gelaufen, geflogen, gedönst. Habt ihr gehört, dass das Rauschen jetzt komplett aus meinem Mikrofon raus ist? Ist das nicht super? Es lag alles in meiner Soundcard, bei meinem schlechten, alten, Billig-PC. Kauft euch kein Acer-Kompakt-Gedöns. Das ist schlecht. Sowieso nie sowas Kompakt-Gedöns kaufen. Das ist, mag ja ganz toll sein, um sich darauf mal eine DVD anzugucken oder so, aber... Ich nenne es jetzt mal Arbeiten. Vergesst es. Also jegliche Art von also Arbeit. Das sieht mir nach einem guten Platz aus, wo wir nach Erde graben können. Das sieht nach einem guten Platz aus. Boah, die Erde sieht sogar anders aus als die auf dem Mars. Ist das nicht brillant? Ach so, Falschtaste. Yay, Falschtaste gedrückt. Das hat ja gut geklappt. Wenn du mich fragst, sieht das doch nicht gerade aus wie bei uns. Aber Fiona freut sich bestimmt. Oh Mann. Okay. Zurück. Für die ganz faulen. Wir fahren Laster durch die Gegend. Ist meine absolute Lieblingshintergrundmusik bei Rollercoaster Tycoon 3. Oh ja. Richtig geniales Spiel. Wenn ihr es noch nie gespielt habt, habt ihr was verpasst. Eine Golden Gate Bridge, die nicht so aussieht wie eine Golden Gate Bridge, aber ey. Dam dam, Lastwagen fahren. Dam 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 fahren. Dam 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 dam. Hallo. Erde vom Merkur. Schütte sie auf den Hof. Danke. Wie Sie wünschen, Frau. Danke, Willi. Stell dir vor, Erde, die es vom Merkur bis in meine Gärtnerei geschafft hat. Mhm. Viel Glück mit den Pflanzen und düng schön. Was kommt als nächstes? Und mag sie, möge sie, möge sie. Ich mag sie, mag. Die deutsche Sprache hasst mich. Mag sie. Mag sie. Warum wird der Fluss hier so dumm breit? Das sieht so aus, als ob er von einem Fluss zu einem Kanal wird. Na, ich guck mal, ob die hier Trockeneis brauchen. Könnte ich mir jetzt einfach nicht so als einziges vorstellen. Los. Sprich mit mir. Hier wohnen Gabriela Gourmet und Yo. Gaston Garçon. Yo. Die beiden französischen Leckermann. Jo. Alles klar. Gaston Garçon. Ja, dann geht auch hin! Hier wohnen Gabriela Gourmet. Hallo. Hallo, Hallo. Willi. Hallo, Willi. Warum habt ihr Choucroute auf der Speisekarte? Was ist das? Delikate, Willi. Delikates Essen auf großen Tellern. Eine Aha. Spezialität aus der Normandie, die das Beste aus der Franz... ich hab sie weggeklickt. Okay, das heißt, jetzt wieder warten, bis wir einen Auftrag kriegen. Ach ja, ist das nicht spannend. Wir können ja mal nachgucken, was du für tolle Raumschiffe hast. Fuck. Hallihallo, gut. Hier ist Viola. Erde von anderen Planeten kann man vergessen. Die taugt nicht. Jetzt habe ich eine neue Idee. Komm vorbei. Komm vorbei, ich kann dir das nicht übers Telefon erzählen. Was hat er denn für ein komisches Telefon? Einfach so einen wackelnden Lautsprecher im Garten. Er hat ja nicht mal einen Garten, er ist ja voll der Suchti. Er hat nur eine Raumschiff-Abschussstation, ey. Wat ein Vogel. Wat ein Vogel. Vogel! Guck mal, Bambi, ein Vogel. Vogel! Ein Elch. Vogel! Ein Baum. Vogel! Guck mal, Bambi. Da ist eine Straße. Vogel! Was? Das ist kein Vogel. Dumpfbacke. Brr. Und da guckt er so doof so. Brr. Witzig. Ja? Wie hat die Erde vom Merkur funktioniert? Ist was gewachsen? Hat sie dir schon gesagt? Kein Blatt, kein Stängel.
In der Erde gibt es gar keine Nährstoffe. Vielleicht sollte man versuchen, Pflanzen direkt im Weltraum anzubauen. Tja, warum nicht? Ich habe ein kleines Gewächshaus. Das könntest du doch Boris zur Raumstation hochschicken. What? Klar, das schicken wir mit dem ersten Raumschiff hoch, das Tiefwasser verlässt. Nett von dir, Willi. What? Ich habe ein kleines Gewächshaus. Wie wär's, Willi? Oh Mann, ey. Ich nehme bis das Trockenhaus auch mit. Ne, das Trockenhaus lasse ich erstmal hier. So, zu Boris. Die Raumstadt. Wartet mal. Er fliegt ja nicht selber mit. Er ist ja immer nur an diesem Computer dabei. Wieso spricht er denn mit Boris und kann die die Trinkwasserstation wieder zusammenbauen? Das ist völlig unlogisch. Warum suche ich überhaupt nach Logik? Von wo fliegt er eigentlich aus? Irgendwo aus Europa. Na dann. Das ist auch ein deutsches Spiel, also. Willy the Virkel. Ah ja. Deutsche Spiele, die international verkauft werden. Die nicht davon der Delix sind, die haben ja internationalen Namen. Aber sonst so die Übersetzung. So, das hätten wir. Witzig. Alles klar. Ich frag mich, wo das Gewächshaus wohl hinpasst. Am besten, ich probier's mal aus. Am besten da, wo es hinpasst, wa? Hallo? Hallo, ich habe schon mal ein Gewächshaus angebaut. Viola Wallmark von der Gärtnerei Das Wilde Veilchen in Tiefwasser hat ein Gewächshaus mitgeschickt. Darin kannst du dir da oben was anbauen. Danke. Aber was soll wachsen und wie? Keine Erde, keine Samen. Es ist ja ganz leer. Wie soll das gehen? Oh nein, wie konnte ich das vergessen? Oh nein. Ich regel das irgendwie. Kann ich jetzt mal... Ja. Ohne Erde, Samen und Nährstoffe wächst es nicht so gut. Ach, nee. Ohne Samen wächst es nicht so gut. Jo, das hast du gut erkannt, mein Freund. Du, ich hab dir ein paar Teile dargelegt. Du, ich bin... Weg. Er hat sich aber wegteleportiert, während der Screen gewechselt hat. So. Hallihallo, Viola hier. Hallo. Du brauchst doch Samen und Erde für Boris Gewächshaus. Jo. Komm vorbei. Jo. Jetzt gibt's mir bestimmt die schlechte Merkurerde und dann muss ich nochmal durch die Gegend fliegen. Sprit ist ja auch gar nicht teuer oder so. Warte mal, was tanken Raumschiffe eigentlich? Die tanken die Kerosin. Oder was tanken Raumschiffe? Weiß einer von euch? Erzählt mir das mal bitte. Ich weiß es gerade gar nicht. Nein, ich kann gerade nicht aufs Lexikon zugreifen. Da steht das bestimmt drin. Das gucken wir gleich mal nach. Sonst müsst ihr es mir sagen. Oder ich guck selber nach. Wikipedia, dein Freund und Helfer. Ach, wer braucht schon Allgemeinbildung? Wenn man Wikipedia hat. Nein. Jetzt kommt bloß nicht auf dumme Gedanken. Geht zur Schule. So. Du, Viola. Boris sagt herzlichen Dank für das Gewächshaus. Jetzt hat die Grafik hier gewechselt. Ja, ganz leer. Damit etwas wachsen kann, braucht er mehr Zubehör. Meine Güte, bin ich schusslich. Och nein. Hier habe ich alles, was er braucht. Einen Sack Erde, etwas Samen, eine Sonnenlampe und Dünger. Na, wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Danke. So, hier geht's. So, gucken wir mal nach. Willis Notizbuch. Unser kleines, dickes Notizbuch. Teleskop, Supernova, Weltraumschrott. Nee. Die Sonne. Die Sonne ist ein Stern. Oh, vergesst es doch. Ja, dann sagt es mir. Wenn ihr es wisst. Kommt nicht mit. Ich glaube. Nein, ich will differenzierte Fachmeinungen haben. Und ich glaube nichts, bis ich das nicht aus mindestens 3 verschiedenen Kommentaren gelesen habe. Ja, ist das klar. Sonst gibt es einen Strich ins Mitteilungsheft. Und dann bei 3 Strichen eine Mitteilung an eure Eltern. Ja. Stell dir mal vor, Google wird mit den Lehrern zusammenarbeiten. Hätten die jetzt inzwischen alle Adressen von richtig schlechten Schülern. Das wäre voll witzig. Google klaut euch Sachen. Google klaut euch Geld. Tun sie echt. So, das hätten wir. Indem sie irgendwelche komischen Gerichtsverfahren auf Kosten des Staats führen.
soll ich gleich schaffen. Hallo. 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 Da. Ja, ja. Wenn man nur will, klappt es auch. Ja, ja. Kannst du Pflanzen anbauen? Hier Hammer. Oh, schön. Herrliche Erde. Oh Mann, ey. Dafür nicht. Das Gewächshaus ruft. What? Jetzt sind die Samen in der Erde. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Abwarten? Ah ja, was aus der Erde kommt. Wahrscheinlich Pflanzen. Hallo? Würde ich jetzt mal so ganz stark behaupten. Also, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber kann ja sein, ne? Ah, da heißt es wieder warten auf einen neuen Auftrag. Ach ja. Falls einer von euch einen Telekom Sinus 1054 DSL braucht, ne? Oh Mann, ey, warum habe ich so ein Scheißding auf meinem Tisch stehen? Weiß ich nicht. Steht hier irgendwo der Webschlüssel drauf? Nö. Interessant. Finde ich auch extrem interessant, dass ich keine Nachricht kriege. Vielleicht hätte ich sie einfach mal drüber gekriegt. So, worüber konnte man noch reden? Man konnte darüber reden, dass... Ja, Lotte ist gut. Man könnte darüber reden, dass hier ein Fluss unter der Straße herverläuft. Ist das nicht sehr interessant? Nein, ist es nicht. Wir fahren jetzt einfach mal die Welt ab und gucken, ob es hier noch mehr sinnlose Sachen gibt. Es gibt hier häufiger mal sinnlose Sachen da. In der Willi-Werkel-Welt. Da ist eine Windmühle. Die ist aber nicht sinnlos, die ist einfach nur da. Vielleicht ist sie aber auch sinnloserweise da. Weiß man nicht. Wir fahren noch mal zu Doris. Doris ist witzig. Such die. So, was Hallo. Sagst du? Hallo. Hallo, Willi. Und? Wie läuft's bei dir? Ich hab so? Serielle Stecker. Also, wie lang ist eine Schnur? Eine Schnur kann endlos lang sein. Aber kann eine Radiowelle endlos schnell sein? Alle Radiowellen sind gleich schnell. What? Radiowellen und Lichtstrahlen sind gleich schnell. Was war das? 300.000 Kilometer in der Sekunde. Switch. Willi, so schnell kannst du nicht gucken. Ach. Ach, man kann so schnell nicht gucken. Oh nein, Doris, ey, du erzählst uns Sachen. Boah. Du bist ja der Guru der Weltraumingenieure. Fachphysikstudium in allen Bereichen. Ja, ja. Spiel. Denken die wirklich, dass alle, die da vor dem Bildschirm sitzen, so doof sind? In Autospawn hatte man wenigstens noch eine funktionierende Tankanzeige. Die hat er wahrscheinlich manipuliert, sodass er immer anzeigt, dass er halb voll ist. Und jetzt sagt er, ich muss nicht tanken. Und dann irgendwann ist der Tank leer und dann hat er keinen Abschleppdienst dabei, weil er kein Handy dabei hat, weil die Handys zu dieser Zeit noch groß waren. Koffer! Da ist ein Gedöns im Wasser. Und da ist ein Güterbahnhof im Wasser. Ohne Wasser. Oder wie heißt das hier nochmal? Hey, still... Stillwater? Stillwater war Saints Row. Wie heißt die Stadt denn hier nochmal? Wie heißt sie? Spul den Video zurück, die haben es gerade eben schon mal jemand gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ist das eine Schule? Mal gucken. Hi, Willy. Ist keine Schule. Hallo, also vielleicht ist es doch eine Schule, aber Willy. Man sieht die andere Seite. Wenn schade. Wenn du ins All fliegen könntest, wohin würdest du dann aufbrechen? Nach Tiefwasser. Aber ach, Tiefwasser. Du bist doch schon danke. Im Tiefwasser. Ja, weil Tiefwasser so ein toller Ort auf der Erde ist. Aha. Die Erde ist ja ein Raumschiff, das durchs Weltall schwebt und um die Sonne kreist. Und die Sonne befindet sich im Zentrum der Milchstraße. Mhm. Und die Milchstraße... Stimmt doch gar nicht. Die Sonne ist nicht mal im Zentrum. ...auf die Andromeda-Galaxie zu. Hat das voll nicht interessiert. Na, lass mal kurz umdrehen. Hi, Willy. Hallo. Du, Willy. Das wäre ja wohl eine Hammer-Nachricht. Der erste Besuch von Außerirdischen auf der Erde. Ja, ja. Oh, nochmal umdrehen. Ich liebe das einfach so zu reden. Oh, Mann, ey. Hui. Oh, ein Fußballfeld. Yay, ich hasse Fußball. Sorry an alle Fußballfans. Was ist das denn da? Das ist eine Mini-Weide mit zwei Schafen drauf. Sieht so aus. Na dann. Weiterfahren. Hm.
Ich muss lauter sein als er spielt. Oh. Kaum gucke ich mal auf das Mikrofon, um zu gucken, ob das noch richtig ist.